Guten Tag hier in der Johannes-Alasko-Bibliothek, in den Mauern der früheren großen Kirche zu Emden. Die Musiker spielen hier heute vor der Kulisse der alten Stadthalle. Dort trat vor 450 Jahren, am 4. Oktober 1571, die Emder Synode zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie nun per Video an diesem Festakt teilnehmen. Die Umstände der Pandemie haben uns dazu gezwungen, dass wir heute hier nur im kleinen Kreis der Mitwirkenden vor Ort sein können. Ganz besonders begrüße ich im Namen der evangelisch-reformierten Kirche, der Stadt Emden und ihres Oberbürgermeisters Tim Krüthoff zunächst die Direktorin des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte in Mainz, Frau Professorin Irene Dingel. Sie wird die Festrede halten. Und ich begrüße den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm aus München. Er wird im Namen der EKD ein Grußwort sprechen. Ein anderes Grußwort erreicht uns digital aus den Niederlanden. Wir freuen uns auf die Vizepräses der protestantischen Kirche in den Niederlanden, Frau Jeanette Gaillard. Und eine besondere Ehre ist es für uns, dass auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Wort an uns richten wird. Auch sein Grußwort wird aus Berlin als Video eingespielt. Meine Damen und Herren, mitten in einer Krise kann Wegweisendes gedacht und gesagt und getan werden. Die Emder Synode der unterdrückten und in viele Lande versprengten niederländischen Gemeinden ist dafür ein besonderes Beispiel. In einer Situation existenzieller Gefährdung finden die Vordenker dieser Gemeinden Prinzipien, die bis heute nachwirken. Artikel 1 der Emder Synode wanderte fast wörtlich in die Verfassung unserer Kirche ein. Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone Vorrang oder Herrschaft beanspruchen. 200 Jahre nach der Emder Synode wird das Gebot der Gleichrangigkeit dann auch als staatlicher der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und 1789 in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung. Und auch jener andere Grundsatz wurde vor 450 Jahren hier in Emden schon gefunden, den wir heute das Subsidiaritätsprinzip nennen. Die Gemeinden ordnen ihre Angelegenheiten selbstständig, den Synoden wird vorgelegt, was in der Gemeinde nicht hat entschieden werden können. Dieses Prinzip der Subsidiarität bildet heute die Grundstruktur eines demokratischen, föderalen Staates und auch einer Staatengemeinschaft wie der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, Gemeinden unter dem Kreuz, so nannten sich damals die unterdrückten und verfolgten Gemeinden in den Niederlanden. Sie teilten miteinander die Erfahrung der Bedrängnis, der geistlichen und der leiblichen Not. Aber sie hielten auch gemeinsam fest an jener Hoffnung, die aus dem Evangelium zu schöpfen ist. Das Kreuz ist nicht das Ende, sondern unter dem Kreuz beginnt eine neue Geschichte. Nachher wird die Melodie von Psalm 68 anklingen, die zur Hymne der Reformierten wurde. Und der Text dazu lautet: Gott kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod uns zu dem Leben führen. Meine Damen und Herren, auch in einer Krise kann Wegweisendes und Zukunftsträchtiges gedacht und gesagt und getan werden. Das wollen wir heute feiern. Martin Luther kennen alle.
Kaum bekannt ist dagegen, wer 74 Jahre nach dem Wittenberger Thesenanschlag verfolgte Glaubensbrüder nach Emden einlud und warum. Der Reichstag zu Worms, die Berufung auf die Bibel und das Gewissen, die Auseinandersetzung zwischen weltlicher Macht und reformatorischem Geist, sie fehlen in keinem Geschichtsbuch zur frühen Neuzeit. Die Emder Synode ist dagegen etwas für Experten der europäischen Kirchengeschichte geblieben. Zu Unrecht, wie ihre Beschlüsse zeigen. Deshalb freue ich mich, dass die Stadt Emden und die Union Evangelischer Kirchen in der EKD an dieses Ereignis vor 450 Jahren erinnern. Ich wünsche Ihnen viel Freude und ich hoffe, dass sich Ihnen viele Menschen anschließen und mit Ihnen ein Fest feiern, trotz der Einschränkungen, zu denen die Pandemie uns alle immer noch zwingt. Die Anliegen der verfolgten Reformierten von damals sind heute noch aktuell. Sie wollten Zusammenhalt stiften, die Unabhängigkeit der Gemeinden stärken und eine Kirchenordnung aufbauen, die gegen äußere Anfeindungen schützt. Ihre im 16. Jahrhundert formulierten Leitgedanken scheinen an einer entscheidenden Stelle der Zeitgeschichte auf. Im wichtigsten Bekenntnisschreiben evangelischer Christen des 20. Jahrhunderts, in der Barmer Theologischen Erklärung, mit der sich die bekennende Kirche 1934 gegen die Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus wehrte. Die Barmer Erklärung stellt die gleichen Grundsätze heraus wie einst die Synodalen von Emden. Christen handeln allein im Sinne Jesu Christi, die Kirche ist nur Gott verpflichtet. Die Bedrängnis, Flucht und Vertreibung sind zu allen Zeiten fürchterlich. Die Reformierten der Emder Synode kamen im Oktober 1571 unter schwierigen Umständen in Ostfriesland zusammen. Ihre Gemeinden waren klein und versprengt, in den Untergrund oder ins Exil getrieben. Die niederländischen Gläubigen waren entrechtet, von Verfolgung und Repression bedroht. Flamen und Wallonen standen oft auch in den Orten, an denen sie Zuflucht fanden, unter Druck. Der Herzog von Alba kannte keine Gnade. Im Auftrag des mächtigen spanischen Herrschers schlug er eisern nieder, wer sich Krone und katholischer Kirche widersetzte. Die Stadt Emden bot Flüchtlingen Schutz. Hier hatte sich damals eine große reformierte Gemeinde zusammengefunden. Hier waren die von weit her unter großen Mühen angereisten 29 Synodalen sicher. Sie trafen sich, um in Ruhe darüber zu beraten, wie das Gemeindeleben zu stärken und grenzüberschreitend zu organisieren war. Die Abgesandten der Flüchtlingsgemeinden beschrieben Gesetzmäßigkeiten der Gemeindeorganisation, die uns heute noch plausibel erscheinen, die wir verstehen, selbst wenn wir sie aus dem historischen und kirchlichen Zusammenhang lösen. Flache Hierarchien und klar zugeordnete Mitwirkungsrechte stärken das Verantwortungsbewusstsein aller und sie fördern die Identifikation mit der jeweiligen Organisation im Verein wie in einer Gemeinde, in Unternehmen wie in staatlichen Einrichtungen. Die Synode formulierte das Subsidiaritätsprinzip. Entschieden wird so viel wie möglich auf unterster Ebene, so wenig wie möglich wird auf die übergeordnete Ebene gehoben. Nur das Nötigste. Diesem Prinzip folgt heute die Europäische Union. Sie nennt es Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung. Auch der Föderalismus in Deutschland, den unser Grundgesetz in Artikel 20 formuliert, soll den Bundesländern lokale Selbstständigkeit und passgenaue Entscheidungen ermöglichen. Anders als im Zentralstaat wird kulturellen Prägungen, regionalen Traditionen und Besonderheiten Raum gegeben. Wir haben in der Pandemiebekämpfung gesehen, wie schwierig es ist, Einzelinteressen auszutarieren und eine Balance zwischen bundeseinheitlichen und länderspezifischen Maßnahmen zu finden. Im Idealfall gilt, je mehr vor Ort entschieden werden kann, umso leichter fällt es, Kompetenzen an eine übergeordnete Autorität abzugeben.
Das jedenfalls war die Idee der Synodalen von Emden. Sie mussten Vorsorge treffen, dass die Gemeinden als kleine Einheiten lebensfähig waren. Zugleich mussten sie dafür sorgen, dass der Kontakt zwischen den Gemeinden untereinander, die Verbindung zu anderen Reformierten nicht abriss. Sie garantierten Unabhängigkeit um der Gemeinsamkeit willen. Ein hochmoderner Gedanke. Längst sind wir in unserer Religionsausübung geschützt. Wir können uns frei zu welcher Konfession oder Religion auch immer bekennen oder uns entscheiden, ganz ohne kirchliche Bindung zu leben. In unserer säkularen Welt sind Christsein und Kirchenleben längst nicht mehr selbstverständlich. Das stellt die Kirchen vor eine Suche nach dem, was sie ausmacht, worauf sie sich konzentrieren will. Denn Akzeptanz erfährt die Kirche auch heute nur, wenn sie den Menschen dient. Ein Grundsatz, der letztlich auch für demokratische Ordnungen gilt. Die Synode empfahl schlanke, aber feste Binnenstrukturen, damit die Gemeinden in ihren jeweiligen Umgebungen bestehen können. Wir würden sagen, als Minderheitenkirchen. Angesichts der äußeren Umstände ist, damals wie heute, Flexibilität und Pragmatismus nötig. Die Anerkennung von Vielfalt, um in den regional unterschiedlichen Zusammenhängen bestehen zu können. Die Synodalen haben sich vertieft Gedanken darüber gemacht, wie zugleich nach innen Verbindlichkeit gesichert werden kann. Sie brauchten die Gemeinde als existenziellen Schutzraum. Sie formulierten schließlich eine theologische, biblisch begründete Erklärung für die kirchliche Selbstorganisation im gegenseitigen Einvernehmen. Herrschaft ist begrenzt und sie zeichnet sich durch eine dienende Funktion aus. Wie es im Matthäus-Evangelium heißt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Auch das ist ein Grundverständnis von Verantwortung, das sich im kirchlichen wie im politischen Kontext lesen lässt. Und das hat an Aktualität kaum eingebüßt. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie stark die westlichen Gesellschaften heute unter Druck stehen, wie sehr unsere demokratische Ordnung in Konkurrenz zu anderen, zu autoritären Systemen steht. Wir müssen zeigen, dass unsere freiheitlichen Werte und demokratischen Prinzipien den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen sind. Der Rückblick auf die Geschichte, auf einschneidende Ereignisse oder Schriften aus vergangenen Jahrhunderten kann uns helfen, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Deshalb ist es angemessen, die Ämtersynode gerade jetzt herausgehoben zu würdigen. Ihre zeitlosen Prinzipien und ihre Ordnungsparameter, die sich die Verfolgten in schwieriger Zeit gaben. Wir sollten sie freilegen und von Gebrauchsspuren reinigen. Wir merken, wir haben keine besseren. Denn ihr Ziel ist die Eigenverantwortung, eine Verantwortung für andere, für die Gemeinschaft und der Verantwortung vor Gott. Thank you.
Meine Damen und Herren, verehrte Festgemeinde, unser Jahrzehnt ist nicht nur das der großen Corona-Pandemie, sondern auch und weiterhin das der großen Reformationsjubiläen, auch wenn sie hinter dem Pandemiegeschehen zu verblassen drohen. Umso wichtiger ist es, in diesem Jahr an 450 Jahre Emder Synode zu erinnern. Sie versammelte sich im Oktober 1571 im damaligen Zeughaus der Stadt Emden. Aber bevor wir uns mit den historischen Bedingungen, den verhandelten Inhalten und deren Wirkung näher beschäftigen, lassen Sie mich ein paar allgemeine Überlegungen voranschicken, um Ihnen die Emder Synode als Erinnerungsort des reformierten Protestantismus vor Augen zu führen. Und das ist auch das Thema meines Vortrags. Die Emder Synode von 1571, Erinnerungsort des reformierten Protestantismus. Aber was haben wir unter einem Erinnerungsort zu verstehen? In den 1980er und 90er Jahren wurde der französische Historiker Pierre Nora, bekannt durch seine Aufarbeitung von Geschichte und Kultur unter dem Aspekt identitätsstiftender Lieu de mémoire. Diese Erforschung von Erinnerungsorten geht davon aus, dass sich die Wahrnehmung von Geschichte stets an bestimmten Knotenpunkten orientiert. Denn in ihnen verdichte sich der Versuch, die wesentlichen Komponenten des kulturellen Gedächtnisses einer Nation oder einer anderen Gruppierung zu sichten und zu sammeln. Aber nicht nur die Pflege des kulturellen Gedächtnisses verbindet sich mit den Lieux de mémoire. Die an sie geknüpfte Erinnerung entfaltet auch Wirkung auf die Deutung von Geschichte und Gegenwart. Die Erforschung von Erinnerungsorten wurde in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften regelrecht Mode. Denn eins ist sicher, die sich an solche Orte anlagernde Geschichte, die man immer wieder in Erzählungen präsent macht, ist für das kollektive Gedächtnis, für die kollektive Identität einer Gruppe und für ihr Zusammenhörigkeitsgefühl von großer Bedeutung. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass ein Erinnerungsort nicht einfach nur ein Speicher historischer Fakten ist. Vielmehr werden ihm von der sich erinnernden bzw. der sich auf ihn zurückbeziehenden Gruppe Bedeutungen und Wirkungen zugeschrieben, die die nüchternen historischen Fakten gegenwartsbezogen anreichern. Für das Reformiertentum ist die Emder Synode von 1571 ein solcher Erinnerungsort, an dem sich, mit Aleida Aßmann zu sprechen, eine eigentümliche Verbindung von Nähe und Ferne ergibt, insofern die Erinnerung einen unmittelbaren Kontakt zur Vergangenheit herstellt. Die Magie, so Aßmann, die Magie, die den Erinnerungsorten zugeschrieben wird, erklärt sich aus ihrem Status als Kontaktzone, die den Graben zwischen Historie und Gegenwart überbrückt. Sich an die Emder Synode zurückzuerinnern und diese Erinnerung mit gegenwartsbezogenen Deutungen aufzuladen, dient dazu, die reformierte Identität neu zu sichten, ihr Ausdruck zu verleihen und sie zu stärken. Ihre Ableitung aus der Geschichte verbindet sich mit der Zuschreibung zukunftsweisender Wirkungen auf die Ausbildung gesellschaftlich-politischer Werte in der Moderne. All dies tritt deutlich zutage, wenn man sich Jubiläumspublikationen anschaut. Dabei ist die Emder Synode als Erinnerungsort eigentlich gar nicht so einfach zu fassen. Denn von ihr übrig geblieben sind lediglich die 1571 verabschiedeten Artikel. Keine zu besuchende Lokalität, keine sonstigen Objekte. Nur die Schäpken-Christi-Darstellung, das Steinrelief, das im Jahr 1655 von in Emden inzwischen heimisch gewordenen Flüchtlingsfamilien gestiftet und am Ostportal der großen Kirche hier angebracht wurde, verweist noch auf jenen Konsolidierungsprozess der niederländischen Flüchtlingsgemeinden, der in der Emder Synode seinen Abschluss fand.
die um das Schiff herum angebrachte Inschrift »Gottskerk verfolgt, verdreven, heft Gott hier Trost gegeben«, »Der Kirche Gottes verfolgt, vertrieben, hat Gott hier Trost gegeben«, erinnert an eine Verfolgungssituation, die für die einheimischen Emder reformierter Couleur nie bestanden hatte. Ein echtes Denkmal ist also nicht vorhanden. Und dennoch wurde die Emder-Synode zu einem Erinnerungsort par excellence. Denn die mit ihr verbundene Geschichtserzählung folgt einer beeindruckenden Teleologie. Einer Teleologie, die die Emder-Synode und damit das sich auf deutschem Boden unter einer Kirchenverfassungsstruktur zusammenfindende reformierte Exulantentum zur Wiege von Demokratie, Föderalismus und europäischer Subsidiarität stilisiert. Es wäre interessant, zurückzuverfolgen, zu welchem Zeitpunkt diese Zuschreibungen jeweils zum ersten Mal auftauchten. Zum 400. Jubiläum der Emder-Synode 1971 jedenfalls waren sie bereits so stark ausgeprägt, dass man eine Linie von der Emder-Synode bis zu den 1620 auf der Mayflower aus England nach Amerika auswandernden Puritanern zog und schließlich in der amerikanischen Verwirklichung von Demokratie und Volkssouveränität Fernwirkungen der Emder-Synode entdeckte. Die vermeintlichen Einflüsse, an die man beim Jubiläum vor 50 Jahren erinnerte, erstreckten sich über die Pilgrim Fathers bis hin zu dem Entschluss des nordamerikanischen Kongresses 1776, einen Kodex der Menschenrechte zu schaffen. Man sah Verbindungslinien zu dem, was in unseren Verfassungen und Lebenswirklichkeiten an Demokratie und Menschenrechten verankert ist. Durch strenge historische Quellen- und Faktenanalyse wird sich dies kaum unterfüttern lassen. Der erinnernde Rückblick jedoch entdeckt phänomenologische Parallelen und gestaltet damit seinen Erinnerungsort aus. Ob es sich auch in diesem Jubiläumsjahr so verhält? Über die calvinische Föderaltheologie, die freilich ihre Wurzeln schon bei dem Zürcher Heinrich Bullinger hat, und den Kirchenordnungsentwurf der Emder-Synode, der wichtige Komponenten der Disziplinenekklesiastik der Pariser Generalsynode von 1559 übernimmt, sieht man jedenfalls den Weg von Emden zu einem freiheitlichen Europa markiert. Die Emder-Synode avanciert zu einem Erinnerungsort, an dem europäische föderal subsidiäre Ideale ihren Ausgang nehmen. Dass sie dort für das kirchliche Leben festgeschrieben wurden, steht ganz außer Zweifel. Was wir aber auch sehen, ist, wie das Erinnern geschichtliche Fakten in Gegenwartsszenarien und Zukunftsvisionen einordnet, wie es den Beitrag der Emder-Synode zur Konstruktion Europas herausstellt und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem Europa an seinen Rändern heftig bröckelt. Der rein historische Blick mahnt demgegenüber zu Abgeklärtheit und Demut. Mag sein, dass ein Blick auf die Quellen zu ähnlichen, aber weniger vollmundigen Resultaten führt. Und damit komme ich zu den Quellen und zu der historischen Einordnung der Emder-Synode. Die Stadt Emden war in der frühen Neuzeit sowohl unter wirtschafts- und kulturgeschichtlichen als auch unter reformationsgeschichtlichem Gesichtspunkt bemerkenswert. Als ostfriesischer Fernhandelshafen mit Schiffsverkehr Richtung England, Frankreich, Portugal, Spanien, aber auch in die Ostsee, hatte die Stadt spätestens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts europäische Bedeutung erlangt. Bereits in den 30er Jahren hatte sie niederländische Flüchtlinge aufgenommen. Dieser Zustrom wuchs noch in den 1560er Jahren, ausgelöst durch das Schreckensregiment Herzog Albas, der als Statthalter der Niederlande versuchte, den reformatorischen Strömungen mit blutigen Maßnahmen Einhalt zu gebieten.
Es sollen um die 5.000 bis 6.000 Migranten gewesen sein, die in eine Stadt von damals ca. 10.000 Einwohnern kamen und für die man natürlich Stadtviertel erschließen und Wohnraum bereitstellen musste. Emden wurde zum Genf des Nordens. Man berichtet, dass ein Emder Bäcker zeitweise in seinem Haus 37 Personen beherbergt haben soll. Die sich ansiedelnden Handwerker, Tuchmacher, Schiffer brachten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sowie materiellen Wohlstand mit, sodass Gräfin Anna von Ostfriesland deren Ansiedlung nach Kräften förderte. Annas Einfluss und dem ihrer humanistisch gesinnten Berater war es geschuldet, dass das Land lange eine theologisch offene Situation bewahrte, die erst später in eine zweigleisige Konfessionalisierung mündete, nämlich in eine kalvinistische bzw. reformierte in der Stadt Emden und im Westteil der Grafschaft und eine lutherische in dem östlichen Landesteil. Grundlagen für die reformierte Ausrichtung in Lehre und Leben hatte bereits der polnische Edelmann Johannes Alasko gelegt, den Gräfin Anna durch die Einführung des kaiserlichen Interims 1548 jedoch entlassen musste. Alasko wich nach London aus. Er hatte als damaliger Superintendent den Cötus gegründet, das heißt den Konvent der ostfriesischen Prediger. Er hatte ein Kirchenzuchtmodell eingeführt, das die Rechte der Obrigkeit als Notbischof der Kirche, so sah man das damals, mit denen der kirchlichen Sittenzucht kombinierte. Und er hatte einen Kirchenrat, später Konsistorium genannt, ins Leben gerufen. Als er infolge des Herrschaftsantritts Maria Tudors in England als Flüchtling 1553-54 mit seiner aus niederländischen Exulanten bestehenden Londoner Gemeinde zurückkehrte und in Emden Aufnahme fand, hatte er eine ausgearbeitete Kirchenordnung im Gepäck, die langfristig Wirkung entfaltete. In der Tat waren es die reformierten Niederländer, die fortan die Ausgestaltung der Kirchenverfassung bestimmten. Anders als andere Flüchtlingsgemeinden in Territorien und Städten des damaligen Reichs hatten die niederländischen Migranten in Emden, abgesehen von der Armenfürsorge, keine separaten Gemeindestrukturen aufgebaut, sondern sich in die Stadtkirche integrieren können, die ihnen nicht nur theologisch, sondern auch sprachlich nahestand, während etwa die französischsprachigen Wallonen für sich blieben und eigene Gottesdienste feierten. Diese noch vorkonfessionelle kirchenpolitische Situation, wie sie sich in den zurückliegenden Jahrzehnten herausgebildet hatte, war singulär und konnte unter dem Gesichtspunkt reichsrechtlicher Bedingungen nur so lange ungefährdet bestehen bleiben, wie nicht eine reformierte bzw. kalvinistische Bekenntnisbildung unmissverständlich deutlich machte, dass man von dem seit 1555 geltenden Augsburger Religionsfrieden abwich. Denn damit hätte man Reichsexekution und Krieg riskiert. Auf europäischer Ebene, auf der keine vergleichbaren Religionsfriedensregelungen existierten, fielen alle reformatorisch Gesinnten, Lutheraner wie Calvinisten, unter die geltende Heretikergesetzgebung. Sie hatten demzufolge keinen gesellschaftlichen Zivilstand und wurden verfolgt. Daher mussten die französischen Protestanten zum Beispiel ihre Kirchenstrukturen im Untergrund aufbauen, als sie sich 1559 zu ihrer ersten Generalsynode in Paris zusammenfanden. Den Schutz des Verborgenen brauchten die Niederländer im konfessionsoffenen Emden nicht, als sie vom 4. bis 13. Oktober 1571 ihre erste große Synode abhielten. Aber in den Kirchenratsprotokollen der Stadt taucht die Synode trotzdem nicht auf, wohl aus politischen Gründen. Ebenso wenig riskierten andere in Ostfriesland amtierende Prediger oder Älteste eine Teilnahme. Nur Jean Polyander, der Prediger der französisch reformierten Gemeinde in Emden, war sonst noch dabei.
Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die Durchführung und das Ergebnis der Emder Synode werfen. Schon Gerhard Goethers hat die Vergleichbarkeit der Emder Synode mit der ersten Nationalsynode der französischen Protestanten in Paris herausgestellt. Beide hatten ein ähnliches Ziel, den Zusammenschluss der verfolgten reformierten Gemeinden unter gemeinsamen kirchenordnenden Strukturen und unter einem gemeinsamen Bekenntnis. Die Emder Synode war eine Synode von Niederländern im Exil. Sie legte den Grund für die Bildung der niederländischen reformierten Gesamtkirche. Kleinere Synoden, wie zum Beispiel der Weseler Konvent von 1568, dessen tatsächliches Stattfinden mehrfach in Frage gestellt wurde, aber dessen überlieferte Artikel für die in Emden verabschiedete Kirchenordnung wegweisend wurden, hatten bisher entweder nur die Gemeindebildungen von ortsansässigen Flüchtlingen organisiert oder lediglich ein begrenztes Einzugsgebiet von reformierten Gemeinden erreicht. Emden ging darüber hinaus. Leider ist der Weg hin zur Emder Synode quellenmäßig nur recht spärlich belegt. Aber ein auf Heidelberg den 30. Juni datiertes Einladungsschreiben, das zunächst Köln als Versammlungsort und den 1. Oktober 1571 als Termin vorsah, lässt vermuten, dass eine ganze Reihe solcher Einladungsschreiben an die verstreuten niederländischen Reformierten versandt wurde. Unterzeichnet ist der uns erhaltene Brief von Petrus Datenus, Johannes Tafinus und Petrus Colonius. Wohl um den Vertretern der Exulantengemeinden in England die Teilnahme zu erleichtern, wurde schließlich Emden als Tagungsort festgelegt. Bis zum 4. Oktober wartete man auf sie, allerdings vergeblich. Auch die damals in der Kurpfalz wirkenden Theologen Datenus und Colonius durften nicht teilnehmen. Dagegen Caspar Haidanus, Pastor in Frankenthal, und Tafinus, der in der französischsprachigen Exulantengemeinde in Heidelberg als Pastor wirkte, schon. Dann begannen die sich über 10 Tage erstreckenden Beratungen, die Haidanus und Tafinus als Präses und Assessor gestalteten. Versammlungsort war das damalige Zeughaus, ein Gebäude, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Hier hatte auch die französisch reformierte Gemeinde ihre Predigtstätte. Das Ergebnis waren 53 kirchenordnende Artikel, gefolgt von 25 Partikularartikeln zu Einzelproblemen, die sich aus Anfragen der Emder Fremdendiakonie aus Köln, Antwerpen, Gent und Aachen ergaben. Hinzu kam der Entwurf einer 3-stufigen Synodalordnung in insgesamt 26 weiteren Artikeln. Der Urtext war auf Latein abgefasst, der damaligen Lingua Franca, aber recht zügig folgten Übersetzungen ins Niederländische, ins Französische und ins Deutsche. Ein zeitgenössischer Druck scheint nicht zu existieren, zumal eine solche Publikation angesichts der religionspolitischen Situation auch nicht unbedingt ratsam gewesen wäre. Die 53 allgemeinen Artikel beginnen analog zur Disziplin Ecclesiastik von 1559 mit der Festschreibung der Gleichstellung aller Gemeinden und Ämter. Wie bei den französischen Glaubensgeschwistern ist von 3 Ämtern die Rede, den Pastoren, Ältesten und Diakonen. Im Rahmen der von ihnen versehenen Aufgaben und Kompetenzen soll sich also das Leben der Gemeinden in nun festzulegenden, geordneten Bahnen vollziehen. Glauben und Lehre werden durch die Unterschrift unter die Confessio Belgica von 1561 und unter die Confession de Foi von 1559 definiert, die ebenfalls Ergebnis der ersten französischen Generalsynode war.
Beide Bekenntnisse übrigens verstanden sich als Rechenschaft über den der Heiligen Schrift gemäßen Glauben und zielten in ihrem jeweiligen Entstehungskontext darauf, die Obrigkeiten, nämlich den spanischen König Philipp II. Und den französischen König Franz II. Von der Rechtmäßigkeit dieses evangelischen Glaubens und der Unrechtmäßigkeit der Verfolgung zu überzeugen. Denn von der Vorstellung, dass politische Obrigkeiten eine gottgesetzte Macht ausübten und man im Notfall Verfolgung hinzunehmen habe, wichen auch die Reformierten nicht ab. Durch die Bedrängnisse jedoch, die sie zu ertragen hatten, erfuhren sie ihre Existenz als Leidensnachfolge, als ein Leben unter dem Kreuz. Die Emder Synode erstellte also kein eigenes, neues Bekenntnis, sondern ordnete sich bekenntnismäßig in das europäische Reformiertentum ein und signalisierte damit zugleich, dass eine Annäherung an die durch den Augsburger Religionsfrieden sanktionierte Confessio Augustana nicht in Frage kam. Konfessionspolitische Kompromisse zur Sicherung des Friedens, wie sie Wilhelm von Oranien zu jener Zeit erwog, das war nicht Sache der Theologen. Zur täglichen Unterweisung sollten der Genfer und der Heidelberger Katechismus herangezogen werden. Oder, falls bereits ein vergleichbarer, wie es heißt, mit Gottes Wort übereinstimmender Katechismus im Gebrauch sei, wie es in Emden der Fall war, eben auch jener. Damit war gleich in den ersten Artikeln der konfessionelle Standort klar umrissen. Dem folgte eine Ordnung des gemeindlichen Lebens in wöchentlichen Konsistorien der Pastoren, Ältesten und Diakone, in viertel- bis halbjährlichen Versammlungen der Klassis, das heißt benachbarter Gemeinden, in jährlichen Konventen der Flüchtlingsgemeinden in Deutschland, England und anderen Orten und in zweijährlichen Versammlungen aller niederländischen Gemeinden. Auf diese Weise wurde ebenfalls bereits in den ersten Artikeln die Verfassungsstruktur bestimmt, die man in den nachfolgenden Artikeln präziser als Conventus Classicum, Synodus Provincialis und Synodus Generalis beschrieb. Zwar hatte man schon in Wesel 1568 Klassikalversammlungen vorgesehen, aber deren Institutionalisierung, nicht zuletzt als zweite Instanz in Kirchenzuchtfragen nach dem Konsistorium, war in Emden eine kirchenrechtliche Neuerung, die sich langfristig im Reformiertentum etablierte. Auch bei Prüfung und Wahl der Pastoren spielte die Klassis eine Rolle. Denn der Pastor sollte vom Konsistorium, wie es heißt, mit Urteil und Erkanntnis der Klassikalsynode oder zweier oder dreier benachbarten Dienern gewählt werden. Der Gewählte wurde sodann der Gemeinde vorgestellt, die ihn stillschweigend akzeptierte bzw. das Recht hatte, innerhalb von 14 Tagen Einspruch zu erheben. Es war also keine Gemeindewahl, durch die die Pastoren ins Amt kamen, sondern ein eher oligarchisches System, das Integrität von Lehre und Leben des Kandidaten im Blick hatte und das generell üblich war, sowohl im Genfer als auch im französischen Raum. Darüber hinaus kamen den Klassis Zensuraufgaben zu, die wiederum auf die Reinheit der Lehre zielte, denn, so schrieben die Synodalartikel fest, niemand darf ein eigenes oder von anderen verfasstes Buch über Glaubensfragen drucken oder auf andere Weise verbreiten lassen, wenn es nicht von den Pastoren, der Klassis oder anerkannten Theologieprofessoren unseres Bekenntnisses geprüft und gebilligt wurde. Zugleich hatten die Klassis bzw. die Klassikalsynode ihren festen Ort im gesamten Synodalgefüge. Über ihre Entscheidungen konnte bei der Provinzialsynode Berufung eingelegt werden. Anfragen zu Lehre und Kirchenzucht sowie zu sonstigen Problemen, die durch die Provinzialsynode nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten, gingen sodann an die Generalsynode als oberste Instanz.
Man kann in dieser pyramidalen, von unten nach oben aufgebauten Organisation einen entfernten Vorläufer des heutigen Subsidiaritätsprinzips sehen, dass übergeordnete Einheiten nur dann zur Lösung eines Problems eingreifen lässt, wenn das zuständige kleinere Forum dies nicht mehr bewältigt. Mit der Emder Synode erfolgte also eine Konsolidierung des europäischen Reformiertentums in zwei Hinsichten: auf der Ebene von Glauben und Lehre und auf der Ebene der Kirchenorganisation durch den Aufbau einer presbyterial-synodalen Kirchenverfassung. Was Glauben und Lehre anging, so schloss sich die Emder Synode an bestehende Bekenntnisse an und übernahm in der Praxis bewährte Katechismen. Auch die Abgrenzung von der römischen Kirche, unterschwellig auch vom Luthertum, kam klar zum Ausdruck, wenn man zum Beispiel beim Abendmahl die Verwendung gewöhnlichen Brots empfahl und davor warnte, durch das Sprechen der Einsetzungsworte, ich zitiere, den Anschein oder Eindruck einer Weihe der Elemente hervorzurufen. Oder wenn man eine nach strengen Regeln aufgestellte Kirchenzucht etablierte, die nicht nur den Ausschluss vom Abendmahl, sondern auch den Ausschluss aus der Gemeinde vorsah. Die presbyterial-synodale Kirchenverfassung garantierte das Funktionieren des gemeindlichen Lebens ohne steuerndes Eingreifen der Obrigkeiten und damit auch überall dort, wo Gemeinden nach wie vor unter dem Kreuz lebten und nur im Verborgenen existieren konnten. Diese Kirchenstruktur hatte das Potenzial, das europäische Reformiertentum zu einen. Insofern führt Emden zu Recht den Ehrentitel der Mutterkirche, der Mutterkirche der europäischen Reformierten. Wenn wir heute 450 Jahre Emder Synode feiern und uns an dieses Ereignis zurückerinnern, dann reihen wir uns ein in eine lange und reiche Tradition reformierten Glaubens und Lebens. Und auch wir vergegenwärtigen uns diesen Erinnerungsort aus jenen Strukturen heraus, in denen wir gegenwärtig heute leben. Was ist uns aus der heutigen Perspektive wichtig? Was sollte uns wichtig bleiben? Ich meine, der Mut zum Bekenntnis und zu jenen Werten, die reformiertes Leben bis heute prägen, die Wertschätzung von Strukturen und Verfassung, die Partizipation ermöglichen und schließlich eine Willkommenskultur, die Offenheit und Integration in eine gute Balance bringt. Thank you.
Sehr geehrter Herr Kirchenpräsident, lieber Martin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Schwestern und Brüder. Ich gratuliere der reformierten Kirche und der ganzen reformierten Familie von Herzen zu diesem Jubiläum, 450 Jahre Emder Synode. Ich tue dies im Namen des Rats der EKD und der ganzen evangelischen Kirche, in der die reformierte Glaubenstradition eine der Kostbarkeiten ist, aus denen wir leben. So freue ich mich sehr, heute hier an der Küste zu sein und mit Ihnen hier in diesem Raum, aber auch an den Bildschirmen zu Hause, dieses große Jubiläum zu feiern. Heute am frühen Morgen bin ich schon mal ganz schnell ans Meer gefahren. Und als ich da auf das Meer geschaut habe, habe ich mir versucht vorzustellen, wie das wohl damals gewesen sein muss, als die reformierten Glaubensflüchtlinge in kleinen Fährbooten in Ostfriesland angekommen sind. In Emden haben die Flüchtlinge die Stadt rasant wachsen lassen. Um viele Tausend hat sich ihre Einwohnerzahl vermehrt. Bildung, Buchdruck, Handel und Schönfärberei, natürlich ganz im textilen Sinne gemeint, ließen Emden prosperieren. Ich hatte beim Anblick des Wassers und der Wellen aber auch ganz andere Bilder von Flüchtlingen im Kopf. Flüchtlinge, die sich heute aus Verzweiflung auf lebensgefährliche Schlauchboote im Mittelmeer begeben, um nach Europa zu gelangen. Dass gerade die reformierte Kirche, unser Bündnis zur Seenotrettung, so nachdrücklich und so großzügig unterstützt hat, war ein ganz starkes Zeichen, für das ich Ihnen heute einfach einmal ausdrücklich danken möchte. Es beeindruckt mich sehr, wie diese aus der 450-jährigen und noch weiter zurückliegenden Geschichte geprägte Haltung der Aufnahme und der Gastfreundschaft für Geflüchtete bis heute lebendig geblieben ist. Und ich füge hinzu, am Beispiel Emden vor 450 Jahren sieht man, wie das Ankommen und das Willkommen der geflüchteten Glaubenden zur Blüte dieser Stadt und vieler anderer Städte am Rhein und in der Pfalz beigetragen haben. Mögen wir aus dieser historischen Erfahrung auch für heute lernen. Aus der Erfahrung der grausamen Unterdrückung lehnten die reformiert Glaubenden autoritäre Herrschaftsformen strikt ab. Und so lud man, wir haben es gehört, von Heidelberg aus ein mit der Absicht, eine heilsame Ordnung unter uns aufzurichten. Der reformierte Grundgedanke lautete, wir haben ihn am Anfang schon gehört, aber er ist so wichtig, dass ich ihn nochmal zitiere wörtlich. Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone Vorrang oder Herrschaft beanspruchen.
Das, liebe Geschwister, in der reformierten Kirche ist nicht weniger als die Grundlage für eine moderne, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und es ist zugleich eine der wichtigsten Gaben der Reformierten an die gesamte evangelische Kirche. Für mich persönlich ist sie am wirkkräftigsten in meinem eigenen Denken und Handeln über die von dem reformierten Theologen Karl Barth verfasste Barmer Theologische Erklärung, die der Bundestagspräsident schon angesprochen hat, geworden, die in ihrer vierten These feststellt, die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft für der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Was die reformierte Kirche besonders eindrücklich zeigt, tut uns als evangelischer Kirche insgesamt gut, dass sie nämlich eine Kirche ist, die von der Basis geprägt wird. Oder um es mit den Worten ihres Kirchenpräsidenten Martin Heimbucher zu sagen, viele sind's, die Kirche leiten. Dieser Impuls hat in die Städte und Gemeinden hineingewirkt. Und ich glaube, daraus gehen bis heute wirklich zukunftsweisende Impulse hervor, die wir für die Kirche brauchen. Die reformierten Glaubensflüchtlinge haben der Stadt Bestes gesucht. Sie haben sich eingebracht, haben sich mit ihrem Wissen, mit ihrem Können und mit ihrem Glauben integriert in ihre Stadt. Das ist Kirche, die nicht nur nach vorne denkt, sondern auch nach vorne handelt und das tut, wofür sie gebraucht wird. Dies und vieles mehr bleibt ein wichtiges Erbe der Emder Synode, die uns damit auch Aufgaben für die Zukunft ins Stammbuch geschrieben hat. Dafür wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, dieses Jahr ist ein ganz wichtiges Jahr für die Stadt Emden, insbesondere aber für die Kirchen, die zur reformierten Tradition gehören. In Emden hat es angefangen. Vor 450 Jahren werden in Emden 29 Vertreter gesteckter Gemeinden in den Niederlanden und Flüchtlingsgemeinden zu einem Treffen zusammenkommen. Die Delegierten hatten eine lange und beschwerliche Reise nach Emden gemacht. Emden war die Stadt, in der viele Bibeln und andere Schriften für die niederländische Reformation gedruckt wurden. Als Synode von Emden wurde dieses Treffen ein wichtiger Teil der protestantischen Kirchengeschichte. Der Protestantismus war damals noch jung. Die Gläubigen waren in jenen Tagen des Krieges und der Verfolgung zerstreut worden. Daher entstand allmählich die Notwendigkeit für eine Organisationsform. Das Ziel der Synode von Emden war es, das kirchliche Netzwerk zu stärken und eine gemeinsame Kirchenordnung zu entwickeln. Die Synode legde die Regeln und Lehren der niederländischen reformierten Kirche fest in einem Beschlussdokument, das einstimmig angenommen wurde. Es bestand aus insgesamt 104 Artikeln, in denen die Vereinbarungen für das kirchliche Leben auch auf überlokaler Ebene festgehalten wurden. Der erste Artikel lautet: Keine Gemeinde soll über andere Gemeinde, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste und kein Diakon über andere Diakone Vorrang haben oder Herrschaft beanspruchen. Die Synode bekräftigte also den presbyteriale Charakter der reformierten Kirche.
und weiter organisierte sie Gemeinden in einer geografischen Region in Klassen und bekräftigte also den synodalen Charakter der Kirche. Die reformierte Kirche ist also seit der Synode von Emden presbyteriaal synodaal organisiert. Die Einheit der Gemeinde war und ist die Einheit der Lehre. In Emden wurde das niederländische Glaubensbekenntnis als Bekenntnis der reformierten Kirche in den Niederlanden angenommen. Und der Heidelberger Katechismus wurde als Lehrbuch für die Kirche akzeptiert. Die Beschlüsse der Emder Synode prägten Struktur und Ordnung der werdende reformierte Kirchen in den Niederlanden. Aber auch heute sind sie grundlegende Ausgangspunkte in unserer Kirchenordnung. Sie hatten aber auch einen großen Einfluss auf die kirchlichen Ordnungen vieler anderer protestantischer Kirchen. Dies verbindet noch heute eine große Gruppe von Kirchen miteinander. Meine Kirche, die protestantische Kirche in den Niederlanden, freut sich darüber und ist vom ganzen Herzen bereit, auf die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen hinzuarbeiten. Dies liegt auch teilweise daran, dass viele Fragen und Themen der Emder Synode bis heute in Kirche, Staat und Gesellschaft äußerst aktuell sind. Abschließend. Ich freue mich, dass ich im Namen der protestantischen Kirchen in den Niederlanden uns allen recht herzlich gratulieren darf zu dem wichtigen und zeitgemäßen Ergebnis der Synode von Emden und dass ich das Jubiläumfeier mit Ihnen mitfeiern darf. Ich wünsche uns alle Gottes Segen.
Moin, sehr verehrte Anwesende, liebe Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Ich freue mich, dass ich Sie im Namen des Rates der Stadt Emden und im Namen der Verwaltung hier in der wunderschönen Johannes-Alasko-Bibliothek in Emden begrüßen darf. Blickt man sich ein wenig um, so sieht man noch die alten Mauern, die Überreste der sogenannten Mauderkerk. Unsere große Kirche war eine der ältesten Kirchen in Ostfriesland und ist in den ältesten Bauteilen bereits im 12. Jahrhundert errichtet worden. Im Jahr 1943 fiel sie, wie so vieles in meiner Heimatstadt, dem Zweiten Weltkrieg, den Bombenangriffen zum Opfer. Ihre Überreste erzählen viele Geschichten. Es ist für uns Emderinnen und Emder und sicherlich weit darüber hinaus heute ein großes Glück, dass der Wiederaufbau möglich war. Dadurch konnten etliche Zeugnisse unserer wertvollen und reichen Geschichte erhalten bleiben. Kulturschätze als Zeugnisse von Macht, Herrschaft, aber auch von Bürgertum und demokratischer Teilhabe. Zeugnisse vom Wandel und der Unbeständigkeit politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse. Vor 450 Jahren, wir haben es gehört, im Oktober 1571 fand in unserer Seehafenstadt die sogenannte Emder Synode statt, und zwar in der ehemaligen Stadthalle, auch ein Gebäude, das den Bomben zum Opfer fiel. Für uns Emderinnen und Emder ist der 6. September 1944 ein Tag, der sich tief in das Gedächtnis, in unser kollektives Gedächtnis eingegraben hat. Dort, wo das Gebäude stand, ist heute das Betriebsgebäude der Firma Thiele Tee, die Firma, der wir den bekannten Emder Ostfriesentee zu verdanken haben. Die Emder Synode ist, und das hat Frau Dingel eindrücklich deutlich gemacht, ist ein Ereignis, das trotz aller Widrigkeiten Menschen in ihrem Glauben zusammenbrachte. Sie ist ein erstaunliches Beispiel dafür, wie man in einer akuten Notlage der Verfolgung und Flucht niederländischer Gemeinden, wie daraus etwas Zukunftsweisendes entstehen kann, nämlich eine staatsunabhängige Kirchenverfassung. Bis heute prägt dieses Selbstverständnis unsere Stadt. Herr Bedford Strohm erwähnte das Jeremia-Zitat, suchet der Stadt Bestes. Das ist bis heute einer unserer Leitgedanken in dieser Stadt. Und so haben wir uns als Stadt Emden sehr frühzeitig auch als sicherer Hafen deklariert, um Geflüchteten in unserer Stadt eine Heimat zu bieten. Vor dem Hintergrund gilt die Emder Synode, die über die Kirche hinaus als Modell für spätere demokratische Formen der Selbstbestimmung und Mitverantwortung gilt, als wegweisend. Subsidiarität ist eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Maxime, die großmögliche Mitbestimmung, Eigenverantwortung und die Entfaltung eines jeden Einzelnen zugrunde legt. Zugleich ist jeder Einzelne ein Teil der Gesellschaft und trägt dafür auch Verantwortung. Das ist etwas, woran man den einen oder anderen heute erinnern muss. Das Verhältnis von Bürger zu Staat ist kein Kunde-Dienstleister-Verhältnis. In diesem Spannungsfeld befindet sich unser Miteinander heute. Trotzdem haben wir eine offene und lebendige Gemeinschaft für die Zusammengehörigkeit und den Gemeinsinn in unserer Stadt. Ich bin sehr glücklich, Oberbürgermeister einer Stadt zu sein, in der ein solch besonderes und historisches Ereignis stattfinden konnte. Ein Ereignis mit europäischer Ausstrahlung, das bis heute nachklingt, denn Emden ist auch heute noch Reformationsstadt Europas. Die Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa hat unsere schöne Seehafenstadt 2017 als erste Stadt Europas mit diesem Titel ausgezeichnet. Liebens- und lebenswert, traditionell und weltoffen, kulturell, sportlich, sozial, grün und mit viel Wasser. All das ist die Stadt Emden. Gerne hätte ich Sie heute hier in Emden begrüßt und Ihnen meine Stadt schmackhaft gemacht. Schmackhaft im wahrsten Sinne des Wortes mit am besten Thiele-Tee und Matthias von Focken und Müller, den kulinarischen Botschaftern Niedersachsens. M, wie wir in Ostfriesland gerne sagen,
ist überraschend anders. Emden ist zwar die größte Stadt Ostfrieslands, aber wer sich auf das Wasser begibt, wird ein ganz anderes Emden erleben. Dabei lohnt sich ein Abstecher in den Hafen und auch auf das weite Kanalnetz, das sich durch Emden zieht. Die Kanäle durchziehen nicht nur die Innenstadt, sondern verbinden vor allem Emdens grünen Stadtwall mit der Innenstadt und laden zu ausgeprägten Entdeckungstouren auf dem Wasser ein. Zudem ist Emden Mittelpunkt für das kulturelle Erlebnis in Ostfriesland. Die Kunsthalle, das Ostfriesische Landesmuseum, die Johannes-Alasko-Bibliothek. Kommen Sie unbedingt einmal nach Emden und schauen Sie sich die Ausstellung hier an, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Inzidenzen es zulassen. Besonders bedauere ich, dass der persönliche Gedankenaustausch, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht heute eben nur begrenzt oder gar nicht stattfinden kann. Hat doch auch dieser Austausch auf Augenhöhe letztlich zur Emder Synode geführt. Es wäre mir eine große Freude und besondere Ehre, Sie alle später einmal hier an diesem authentischen Ort der Johannes-Alasko-Bibliothek in unserer Seehafenstadt begrüßen zu dürfen. Herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei Aleida Siller und bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung. Bei Silke Ahrens, die viel Mühe und Zeit in die Vorbereitung des Festaktes gesteckt haben. Herzlich bedanke ich mich natürlich auch bei dem wunderschönen Ensemble, das uns heute die Musik aus der Zeit der Emner Synode vorgetragen hat. Herzlich danke ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und dass Sie heute auf diesem Wege bei uns waren. Bleiben Sie behütet, vor allen Dingen aber bitte bleiben Sie gesund. Super. Ja, sehr gut.